Zu spielen hier noch 5 Minuten. 2:1 für den VfB Stuttgart. Schießt Bremen ein Tor, ist Bremen deutscher Meister, es sei denn, den Stuttgartern gelingt auch eines nicht mehr. Noch einmal die Bremer, wiederum jetzt auf Kudera. Auf Kudera hineingegeben, an den 16-Meter-Raum. Dann ist der Neubart da, Schäfer legt sich den Ball zu weit vor, die Bremer kommen noch einmal auf Kudera zu Neubart. Neubart über 2-3 Stationen, gut läuft das jetzt, das Spiel der Bremer. Und dann, wer zuletzt berührt, das war Schäfer, der Verteidiger, der nächste Eckball für Werder Bremen. 4 Minuten noch im Neckarstadion. Spannung natürlich. Es geht ja hier nicht nur um den Sieg des VfB Stuttgart. Ja, das Pünktchen für den UEFA Cup muss man ja auch noch unter Dach und Fach bringen. Jetzt ist es richtig, Jäger. Jetzt mit der Faust. Noch einmal. Draußen steht er. Beinahe wäre er da nicht mehr zurückgekommen. Aber er steht auf der Linie seines Torraumes, kann die Fäuste hochnehmen, den Ball dann abwehren und hineingeben in sein Mittelfeld. Wo Hartmann natürlich noch frisch ist, dann wird er gefoult. In diesem Augenblick von Budenski, von Burgsmüller natürlich. Und somit Freistoß für den VfB Stuttgart. Ja, wollen wir ganz schnell mal nach München hören? Ja, in München hört natürlich alles nach Stuttgart. Ole, ole, VfB, tönt es hier im Olympiastadion. Und vielleicht ist das technisch machbar für die letzten Minuten bei Ihnen, Gerd Milion, die Geräuschkulissen aus beiden Stadien ein bisschen zu mixen, damit man das so transparent hört zu Hause, wenn die Bayern-Fans aus der Südkurve eine Mannschaft anfeuern, die ja einige hundert Kilometer von München entfernt in einem ganz anderen Fußballstadion spielt. Gerd ja. Milion. Alleine durch, an einem der Bremer vorbei, dann aus 7 Metern Entfernung, völlig frei, Reflexbewegung, aber die hätte nichts mehr genützt. Da war die Entfernung zum Tor zu gering. Da trifft er normalerweise, der Algeborn, noch ein neuer Mann beim VfB Stuttgart. Und zwar wird Spieß in den letzten Minuten dieser Begegnung wahrscheinlich aufs Spielfeld gebracht werden. Ich weiß nicht, was das soll. Das kann natürlich auch alles Unruhe hineinbringen in das Spiel. Die Bremer, sie kämpfen um jeden Preis. Lassen den Ball laufen. Wiederum kommt Petzai. Petzai in der linken Position. Bis 22 bis 25 Meter vom Tor entfernt. Dann wird hineingegeben zu Neubart. Neubart gestört von einem Stuttgarter. Und zwar von Karl-Heinz Förster und ein. Auswechslung. Wiederum jetzt hier. Weiß nicht, was da Entenmann vorhat. Klinsmann, auch er natürlich richtiger Chef, geht nach draußen und Spieß kommt auf das Feld. 17.12 Uhr. Um 17.15 Uhr nach der großen Stadionuhr soll Schluss sein hier im Stuttgarter Neckarstadion. Werder Bremen durch Scharf. Scharf den Ball weiter verlängert und dann noch berührt von dem Torhüter und Eckball. Die Ecken, das hören Sie, häufen sich jetzt. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass Bremen den Angriff sucht. Dass man hier immer wieder gegen das Tor von Jäger anrennt. Den Ball wieder hineingeht und da ist es eng. Da ist es dicht. Die Möglichkeit. Und ganz, ganz knapp verfehlt. Da springt der Ball noch einmal von einem Bein des Stuttgarters ins Aus. Die nächste Ecke folgt auf dem Fuß. Sie wird getreten von der rechten Seite. Alles jetzt im 16-Meter-Raum des VfB Stuttgart. Hoch kommt der Ball, wird noch nicht herausgebracht. Jetzt erst mit dem schweren Schlag hat ihn Spieß herausgeschlagen, findet aber jetzt, da seine eigenen unter Druck stehen, keinen freien Mann im Mittelfeld. Und Bremen setzt nach, hinein in den Raum. Petzai alleine, noch einmal, Möglichkeit und vorbei. Da war Otava da, aus einer Entfernung von 6 Metern, aber der Winkel war ungünstig für ihn und somit geht der Ball vorbei. Kein Mensch verlässt hier im Stuttgarter Neckarstadion, wo sich ein prächtiges Bild uns allen hier bietet, hier den Platz. Alle stehen sie, alle warten sie. Es ist eine knisternde Spannung hier unter den gut 60.000. Was machen die Fans von Bremen? Auf sie hoffen natürlich. Und dann gibt es ein Handspiel oder war das Abseitsposition und somit Freistoß für den VfB. Die letzte Minute im Stuttgarter Neckarstadion ist angebrochen. Weiter Start von Armin Jäger. Der Ball verschwindet einen Moment für uns unter der Tribüne, die Sicht ein bisschen versperrt. Und dann wird der Ball ins Ausgeschlagen von den Stuttgartern. Die Bremer laufen auf die Tatanbahn.
werfen jetzt ein durch Kutzer. Kutzer weitergegeben zu Okodera. Die letzten 30 Sekunden im Spiel. Weiter stark hinein von Okodera an den 16-Meter-Raum. Und weiter spielen, obwohl zwei Bremer da die Hand hochreißen. Sie reklamieren ein bisschen oft in der letzten Phase. Buchwald steil durch zu Allgöber, aber der sieht, dass er diesen Ball nicht bekommen wird. Der rutscht ins Aus. Drüben noch einmal Einwurf. Und der Schiedsrichter sagt, eine Minute noch oder gar zwei. Pfiffe da bei den Zuschauern im Stuttgarter Neckarstadion. Die reguläre Spielzeit ist um. Aber es hat ja ein paar Unterbrechungen gegeben. Nach wie vor Werder Bremen im Angriff. Der VfB Stuttgart darf den Fehler nicht machen, dass er den Ball zu lange hält. Man muss weiterspielen. Und dann soll es einen Foul gegeben haben von Müller an Meier, so will es der Unparteiische, und Freistoß. Da wird gar nicht mehr gewartet, bis der Ball in der richtigen Position liegt, sondern da schlägt ihn scharf nur hinein. Und jetzt die Situation, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben, wie sie aber vielleicht vor 15 Minuten so oft geschlagen geführt hat, vielleicht jetzt einmal offen, der Konter durch Hartmann. Und der ist noch einmal da, der Torhüter ist heraus, Möglichkeit, der Ball ist an der Linie vorbei. Da geht der Torhüter Bodenski raus und dann kann der Ball noch einmal an der Linie entlang geschoben werden, vielleicht ein bisschen mit zu wenig Effekt, da rutscht er dann am Pfosten vorbei. Die Zuschauer vor uns, sie springen auf. Vielleicht jetzt noch 60 Sekunden. Der VfB hält den Ball im Mittelfeld durch Sieger Winson. Da zeigt Allgöber, dass er angespielt werden will und Sieger Winson alleine. Und das Zurückspiel von Okudera und sofort sein weiter Schlag wieder in die Hälfte der Stuttgarter hinein. Die jetzt auch nicht mehr viel Fehlerlesen machen. Die den Ball wegschlagen, nach vorne, nicht mehr schauen, wohin das Ganze geht, sondern die Bremer haben jetzt die Möglichkeit zu kontern. Das sieht zwar nicht so elegant aus, wie sie da alles tun, aber trotzdem hat Bremen jetzt von einem Abspielfehler profitiert und noch einmal ein Foul und ein Freistoß. Entfernung zum Tor 35 Meter. Anderthalb Minuten über die Zeit gespielt. Der Ball wird hineingeschlagen. Der Torhüter versucht ein bisschen herauszugehen. Dann noch einmal Neubart mit dem Kopf. Noch einmal Petzold. Fuchsmüller da, aber Jäger greift zu. Oh, das ist alles doch recht kritisch geworden. Noch einmal und dann ist das Spiel zu Ende. Hallo Stuttgart. Hallo Stuttgart, mit Millionen. Riesenjubel im Münchner Olympiastadion. Solche Szenen habe ich noch nie erlebt, meine Damen und Herren. Vor einer Minute wurde ein Beifallsgeräusch in Stuttgart völlig missdeutet. Man dachte, die Partie in Stuttgart sei zu Ende. Der Wiesel zeigte an noch eine Minute. Die Bayern liefen jubelnd vom Feld, rissen sich die Trikots vom Leibe. Der Wiesel bemühte sich, die Spieler wieder aufs Feld zu bringen, ihnen zu sagen, ich habe noch gar nicht abgepfiffen. Das Spiel muss weitergeführt werden. Aber die Bayern gingen einfach vom Feld, feierten verfrüht, weil sie dachten, das Spiel in Stuttgart sei zu Ende, die Meisterschaft. Jetzt erst der Schlusspfiff aus Stuttgart. Herr Wiesel ist nicht mehr in der Lage, die beiden Teams zurückzubringen. Und damit muss ich sagen, nach 89 Minuten und 20 Sekunden, so etwas hat es auch noch nie gegeben, sieht sich der Schiedsrichter nicht mehr imstande, das Spiel fortzusetzen. Zeigt den Gladbachern jetzt an, geht vom Feld, es hat keinen Zweck mehr. 40 Sekunden zu früh lässt er die Bayern feiern im Olympiastadion. Den alten und neuen deutschen Fußballmeister. 6:0 gewinnt der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Meister, meine Damen und Herren, ohne regulären Schlusspfiff. Wann hat es so etwas schon einmal gegeben? Das passt zu dieser verrückten Fußballsaison 85, 86. Der FC